Hallöchen und willkommen zurück zu True 4 verlorene Seelen. Ja, in der letzten Aufnahme ist es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schief gegangen in Häkchen. Denn ich habe Besuch bekommen, musste aufhören und dann dachte ich mir so, oh ey, nee, hängt jetzt nichts dahinter, tut mir leid, aber ne, ich bin halt ein bisschen gemein, ihr Lieben. Hattet ihr nur 10 Minuten. So. Ach so, ich sollte mir mal merken, was die hier machen, oder? Hallo? Winke, oh, der Zugführer. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, ihr wisst, wo wir hin müssen. Wir müssen nach oben. Und Leute, 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 das wird doch in die Hose gehen. Also, Moment. Oh mein Gott. Huch. Darauf lasse ich mal alles Mögliche fallen. Was ist das denn für eine crazy Puppe? Unsere Mutter hat uns zum 10. Geburtstag beiden die gleiche Puppe geschenkt. Sie dachte sich wohl, dass wir so nicht eifersüchtig auf das Geschenk des anderen wären. Ich habe meine an dem Tag verloren, als unsere Mutter starb. Ich erinnere mich nicht an viel an diesem Tag. Heather sagte, dass das so ist, weil ich bei unserer Mutter war, als sie starb. Zuerst dachte ich, dass es meine Puppe wäre, aber meine hatte keine Naht auf der Wange. Okay. Oh, ausgezogen. Die sieht genauso aus wie die Puppe meiner Schwester Katie. Ich hatte eine sehr ähnliche. Ich verlor meine an dem Tag, an dem meine Mutter starb. Okay. Oh, es geht weiter, Leute. Sind doch drei. So, ich muss gestehen. Oh nein, die Tür ist offen. Meine Schwester ist wieder dabei. Also, wenn ihr hier irgendwelche komischen Geräusche hört, das ist sie. Und seht ihr, habe ich das nicht gesagt, dass es bestimmt noch eine Schwester gewesen ist? Ich war hier. Oh, ich habe so Gänsehaut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Elizabeth, meine Mutter. Ihr Zimmer zu sehen, trieb mir die Tränen in die Augen. Früher habe ich sie am Fenster stehen sehen, wie sie uns im Hof beim Spielen zusah. Sie konnte sich uns nicht anschließen, wegen Dahlia. Wie einsam sie sich gefühlt haben muss. Sie war erst 17, als wir geboren wurden. Ich empfinde eine Menge Respekt für sie. Sie kannte die Wahrheit, aber sie hielt alles zusammen, solange sie konnte. Hessa erzählte mir, dass ich im Zimmer unserer Mutter war, als sie sich selbst getötet hat. Sie sagte mir, ich könne mich an nichts mehr erinnern, weil ich unter Schock stand. Aber warum sollte ich nicht versucht haben, sie zu retten? Oh Leute, ernsthaft, ich wusste das so. Wir haben Charles die gute Nachricht überbracht, aber er war schockiert und besorgt. Er schien so ruhig und sicher, als er von der Schwangerschaft gehört hat. Aber die Nachricht von Drillingen scheint ihn überrascht zu haben. Er hatte regelrecht Angst. Meine Katzen haben gerade was runtergeworfen. Warum hatten unsere Nachbarn Angst, als sie erfuhren, dass meine Mutter mehr als ein Kind erwartete? Und warum waren sie nicht überrascht, als meine junge Mutter schwanger war? Hatte mein Großvater recht und sie waren irgendwie beteiligt? Aha. Warum hat meine Mutter ein Hochzeitskleid gemacht? Ob sie noch einen Freund hatte, nachdem unser Vater gestorben war? Aha. Ich frage mich, ob das ein Hinweis ist. Ja, man kann ja nicht wirklich groß was sehen. Moment mal, haben wir hier irgendwie was? Nee. Da gucken wir später nochmal. Was ist das?
Okay, hier scheint irgendwas zu fehlen. Ein Moment, ist das nicht der Dolch, den ich in der Mitte dieses bizarren Rituals in Heathers Haus gesehen habe? Ich war hier. Ah, nein, ich will das aber nicht. Also hier hat meine Mutter gelebt. Ich vermisse sie so sehr. Ah, noch ein Gewicht. Aha. Ich kann fast sehen, wie meine Mutter am Fenster stand, als wir auf den Hof gespielt haben. Sie muss wohl sehr einsam gewesen sein, ja. Okay, ist hier noch irgendwas? Getrocknete Milch. Ah, okay. Dann gehen wir mal runter. Runter, hier hin. So. Hallo. Wuff, wuff. Okay. Ah, der gelbe Vogel. Na, jetzt kommen wir doch mal ein bisschen voran. So, der kommt hier rein. So. Und dann bekommen wir die Drehkurbel. Die Drehkurbel war für... Was war die Drehkurbel nochmal? Ich weiß es gerade nicht so genau. Die Drehkurbel. Nee. Ich kann mich gerade nicht erinnern, muss ich sagen. Drehkurbel. Wo musste sie hin? Nee, nee. War hier noch irgendwas? Nee. Okay, das geht noch nicht mit ihr. Mit der guten Dame. Das hatten wir schon. Werd mal fertig. Warum brauchst du denn so lange? Mädel. Ich habe das Gefühl, die wird hier gar nicht fertig. Bewegt sich das überhaupt noch? Ah. Aha. 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 Okay. Ach so. Ah. Suche Kartenpaare, um sie zu entfernen. Okay. Wie gut, dass meine Schwester dabei ist. Oh, das war ja eben fantastisch. So, die Königin, die rote. Leute, das ist jetzt hier wieder höchste Konzentration, den schwarzen König. Hatten wir doch. Ach, den haben wir, glaube ich, gerade, ne? Die vier hatten wir doch, glaube ich, auch schon. Ah, die zwei hatten wir. Wo war die andere zwei? Wir hatten da noch eine zwei. Na, wir gehen jetzt mal hier. Ah ja, dich hatten wir doch auch irgendwo schon. Aha. Oh Gott. So. Die Königin war hier unten. Ah, ich hoffe, es war jetzt die richtige. Ein Moment. Ja. Schon wieder die Königin. Der König. Oh, voll daneben. Leute, da kann ich nicht reden hier. Die vier, die war. Meine Schwester sagt da oben, nee. Wo war die denn? War die hier? Ja. Wo war jetzt die andere schon wieder? Oh Gott. Also Leute, das bleibt unter uns, ne? Dass wir hier so schlecht sind. Also ihr nicht, ich, ne? Damit das hier keiner Fetsch versteht.
Oh Leute, ich muss ehrlich sagen, ich klicke eigentlich nur noch. Das kann sich doch kein Mensch merken, so viele. Warte, nee, das war. So. 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 Na, wir haben es gleich geschafft, Leute. Gleich, gleich. Ich hoffe, ihr seid in der Zeit schon in die Küche gegangen und habt euch irgendwas geholt. Oder so. So. Oh mein Gott. Das Ticket scheint wichtig zu sein. Dark Falls. Aha. Oh, Moment. 1984 würde ich jetzt sagen. 1, 9, 8, 8. Die ersten Bänder und ein Angelhaken. Die ersten Bänder. Können wir denn den Fernseher da unten benutzen? Nee. Oh, gute Frage. Hier. Achso, Moment. Nee, okay. Nee. Nee. Wo willst du denn mit mir hin? Willst du mit mir hier rein? Tatsache. Okay. Oh. Oh, das wird bestimmt jetzt gruselig. Institutionalize her, and she begged to come home to you. But I had to keep you safe, and I thought she needed help. But then there was that horrible fire at the asylum, and she died there. My poor baby. I'm so sorry. But what's past is past. I hate this place, and I'm going to take you girls to the city and start fresh. I told Charles we're selling the house. He tried to convince me not to leave, but nothing on the planet can make me stay here. He's going to stop by today to see what price we'll get for the place. Then I'll talk to my parents. Today is March 12th, 1994, and I... Holly, I love you girls so much. Know that I did all I could. But if anything happens to me, find her. You must go to the Dark Falls Asylum. This was the day my mother was found dead. Was it really a suicide?
Wow, Leute, wie krass ist das denn bitte? Alter Schwede. Ich brech weg. Die Olle, die unsere dritte Schwester, die ist ja wohl mein Rad ab, oder? Findet ihr nicht auch? Oh, okay, was soll ich denn hier jetzt noch machen? Ach, es ist ein Schlüssel im Inneren. Oh, Baumhausschlüssel. Oh, meine Katze ist gerade wieder zwischen. Oh, nee, weg da. Okay, Baumhaus, wir kommen. Dö, 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 dö.